1895 als Helmut Eugen Benjamin Gellert Hauser in Tübingen geboren. Er war das 9. von 10 Kindern. Mit 17 folgte er seinem ältesten Bruder nach Amerika, erkrankte aber nach 4 Monaten an Knochentuberkulose und wurde bald als Sterbender zu seiner Schwester in die Schweiz gebracht. Dort kam eines Tages ein Bettelmönch vorbei und versprach ihn zu heilen, wenn er sich künftig ausschließlich mit frischem Gemüse, Obst und Kräutern ernähre. Das Wunder geschah, nach 6 Monaten war Hauser gesund und beschloss, ein Naturdoktor zu werden. Er studierte Ernährungswissenschaft, informierte sich über die Pfarrer-Kneipp-Methode und eröffnete, woanders als in Amerika, ein Diätsanatorium. Er änderte seinen Vornamen in Gaylord, so viel wie fröhlicher Lord. Er hat sein Deutsch nicht verlernt, bevorzugt jedoch Englisch zu sprechen, das seit über 50 Jahren seine Umgangssprache ist. Anfangs, das muss so 1922 gewesen sein, gab es sicher viele, die sie für einen Scharlatan hielten. Die Leute hielten mich für total verrückt. Aber sehen Sie, ich war so voller Begeisterung. Nichts konnte mich aufhalten. Und wenn Sie sich erinnern, es steht schon in der Bibel, dass viele an Christi Heilungen zweifelten und dass eine Frau sagte... Der Umgang mit den Säften und Kräften der Natur ließ Hauser keine Zeit, an eigene Fortpflanzung zu denken. Er ist Junggeselle aus Neigung. Princey ist mein bester Freund. Er ist immer um mich. Wenn man, wie ich, so in der Öffentlichkeit arbeitet, braucht man Tiere. Wissen Sie warum? Wissen Sie, was mich schrecklich glücklich gemacht hat? Als ich in Indien war, sah ich meine Bücher gebraucht auf dem Boden liegen. Und diese armen Inder hockten davor und lasen, in ihrer Sprache natürlich, sie waren übersetzt. Ganz gleich, wo ich hinkomme, ob nach Paris oder Berlin oder sonst wo, fragen mich die Leute, sind Sie der Gaylord Hauser? Und ich sage, ich glaube wohl. Zehn Tage lang nur Obst und Gemüse essen und Wasser trinken. Mir zu Ehren gibt es sein Leibgericht, Kartoffelsuppe. Sie schmeckt wirklich ausgezeichnet, sehr aromatisch, ohne Salz. Statt Hauptgericht und Dessert ist zur Feier des Tages ein Glas französischer Rotwein gestattet. Das macht optimistisch. Wer positiv denkt, erreicht, was er erträumt. So einfach ist das. Der Lehrersohn aus Tübingen nennt Originale von Gauguin, Kandinsky, Beckmann sein eigen. Ihm gehören auch Grund und Gebäude eines Drittels des Rodeo Drives in Beverly Hills, der teuersten Geschäftsstraße der Welt. Des cleveren Schwaben Idole sind Mahatma alten Kaiserstadt-Foto, hat man ihm ein 2-Meter-Denkmal in Granit gesetzt, dessen Verkleinerung augenfällig selbstgefällig, dass er Reichheitsdoktor